Heute, fast 75 Jahre nach Ende des Krieges, erinnern wir uns an die NS-Verbrechen und an den Holocaust. My name is Rita Pridmore. I'm a student at Southern Würzburg. Long time in the military, was here. I spoke with my mother to the military soldiers, because there was a lot of racism there too. Now they are gone, and I belong to the community of San Egidio out of Rome, that asked me in 2012 if I would go and talk to them and tell my story and that of my family. Humanity and human rights are almost never present when there is a mention of Roma's lived experiences during the Holocaust. And in this mentions, students are not only taught about the discriminatory practices he and other Sinti and Roma faced. In France, until 2019, no state-funded national collection of testimonies on the persecution of nomads was conducted. Classic Rome people, let's fight together. We're the same kind of history. You're just silence at the trail. Don't be silent in the face of the pain you're going through. I'm glad to be with you today because I go back to America on this weekend. I want to see some Roma at the airport. Identifying with the struggle here in Poland. Silence of the trail. When you fight back, you win. Unless you fight back, you will not win. But I think it is important to have a recognition for the bad history, the darkest history in modern times on this continent. And it has to recognize that this continent always has been xenophobic, and it is still xenophobic. To award a special prize, the European Civil Rights Prize of the Sinti and Roma to Dr. Piotr Chilinski, the director of the Auschwitz State Museum. Ich bin dankbar, dass so viele Menschen hier heute gekommen sind. Ich möchte auch jetzt noch einmal an die Überlebenden erinnern, wie zum Beispiel Ricky Adler, Hugo Höllenreiner und Walter Winter, welche ich persönlich kannte. Wir alle wären sehr dankbar, dass hier so viele Leute jetzt hierher gekommen sind, um
die Erinnerung an das Verbrechen, welches hier auf diesem Grund, wo wir jetzt stehen, vor 75 Jahren geschah. Und dass wir zusammen die Erinnerung wachhalten an das Verbrechen. Ich lebte, wenn das ein Leben genannt werden kann, schon seit dem 1. Juli 1944 in Auschwitz-Birkenau im Lagerabschnitt B2. We stand together for our human values. First signatories, Reverend Jesse Jackson, Rainbow Push Coalition, Romani Rosa Central Council of German Sinti and Roma, and Roman Kwiatkowski, Association of Roma in Poland. Wir haben gestern mit Jesse Jackson eine Resolution unterschrieben, die den Vereinten Nationen, dem Generalsekretär, übergeben werden soll. Und wo wir ganz klare Erwartungen zum Ausdruck bringen gegenüber den Regierungen in Europa und den internationalen Institutionen. Und es ist mir dabei wichtig, diese Zusammenarbeit netzwerkähnlich weiter zu verbinden und uns auszutauschen über zukünftige Entwicklungen in Europa, weil es ist für Minderheiten wichtig, dass Demokratie stabilisiert wird. Wir sehen den Rassismus in Amerika und wir sehen den Nationalismus wieder in Europa und das gefährdet unser Zusammenleben und den Frieden unserer Kinder und Enkelkinder.